Bei der AK-Wahl vom 19. März bis zum 1. April geht FSG-Spitzenkandidat Walter Rothschädel mit einem ambitionierten Wahlprogramm an den Start. Wir wollen endlich erreichen, dass das Bildungssystem renoviert wird und natürlich, dass die Ausbildungsgarantie raschest umgesetzt wird. Denn das Wichtigste für uns ist, dass wir der Jugend für die Zukunft Perspektiven geben können. Weitere Schwerpunkte der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter sind die Themen Frauen, Gesundheit am Arbeitsplatz, Pendler und ganz aktuell die Postfilialenschließungen. Wenn schon liberalisiert werden muss, dann müssen die entsprechenden gleichwertigen Angebote von der Post vorhanden sein, wie auch von anderen privaten Anbietern. Bei der letzten AK-Wahl konnten Walter Rothschädel und die FSG fast 70% der Stimmen für sich verbuchen. Ich bin aber davon überzeugt, nachdem wir gute Arbeit vollbracht haben, dass uns auch die Wählerinnen und Wähler mit einer entsprechenden Mehrheit für die nächste Funktionsperiode ausstatten werden.